Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid bei Let's Play Fallout 4. Und ja, ihr seht, zu Beginn fangen wir heute mal mit einem Level ab an. Ich habe da schon lange nichts mehr gemacht. Ja, maximal Gesundheit. Sage ich nicht nein. Und noch irgendwas? Oder brauche ich Wahrnehmung? Und oh, Level 41. Naja, Hacken, da bin ich ja Fachmann drin, wie ihr wisst. Machen wir auch mal höher. Dann sind wir da schon mal wieder ein bisschen höher. Und ich würde sagen, für die Minutemen nehmen wir mal das Taffington Bootshaus ein. Müssen wir mal schauen, wo wir da hin müssen. Ach, das ist nicht weit. Da renne ich hin. Sehr super. Ich glaube, das wollte ich wahrscheinlich auch machen. Haha. Hat mich aber abgelenkt von dieser Nebenaufgabe hier so gesehen. Ist ja auch wieder ein bisschen her gewesen seit dem letzten Mal. Von dem her ist ja klar, dass ich... Ah! Wah! Geh weg! Ja, sag ich. Auf wen schießt du? Wo bist du denn hin? Der Typ, ey. Das ist ein Knüller. So, mit was schieße ich denn? Ich glaube, mit der kann ich auch mal wieder ein bisschen ballern. Was zum Teufel? Alles klar. Okay. Was denkst du? Wollen wir nachsehen? Ne, jetzt gerade nicht, danke. Warte mal. Eröffne das Feuer. Boah. Immer diese doofen Minen, ey. Ich hasse Minen übrigens. Yeah! Ich liebe diesen Skill. Der kommt immer richtig super. Ich weiß, ich bin da echt ein Schisser, aber ich habe jetzt schon wieder so leichte Gänsehaut. Warte, draußen ist was. Oh oh. Die war jetzt so schlecht geworfen. Naja, komm Preston, mach jetzt irgendwas. Hab den Gegner aus dem Blick verloren. Hat zur Sorge. Ja, jetzt trifft er sogar mal. Alles klar? Ich bin begeistert, Preston. Ich bin angetan. So, bau und aktiviere eine Rekrutierungsstelle. Oh, ich darf wieder was bauen. So, jetzt erstmal werde ich loot ich mal hier so ein bisschen. Ja, da gibt's ja. Oh, schön, schön, schön. Mit Leuchtvisier, schwer Jagdgewehr, ne, brauche ich nicht. Vielen Dank. Den Safe mache ich auch gleich noch klar. Komm schon. Nein, die gute Haarklammer. Jetzt. Cool. Auch da noch. Nee. Ja, ja. Das wird genommen. Also, ich darf gleich wieder was bauen. Das Radio geht mir auf den Keks. Oh. Nee, ich ziehe sie jetzt nicht aus. Ich habe mir kurz überlegt, ob ich sie ausziehen soll, aber nein. Wir sind Gentlemen. Sowas machen wir nicht. Gerechtigkeit. So, es gibt ja hier schon ein bisschen Sofa und so, liegt ja alles schon parat, das ist ja schon mal fein. Danke.
So, mal schauen, was da. Ein ganz schöner Verschleiß hier an Haarklammern. Wie schön. Gott sei Dank breche ich nicht alle ab. Und das war's. Eine Kampfflinte. Warte mal, ist die besser als... Oh, ich bitte hoffentlich endlich besser als meine doofe Flinte. Wo ist denn die Schrotflinte? 47 Schaden, Feuerrate 36. Wo ist die Kampfflinte? Oh, noch schlechtere Feuerrate, aber warte mal. Vielleicht einfach... Ja, sowas wollte ich. Sehr gut. Die wird gleich als Favorit für die Doppelläufige. Yeah. Die ist cool. Das freut mich. Scharfschütze, panzerbrechend. Was ist das? Ach, wieder so eine doofe Impro. Die brauche ich nicht. Bist du sicher, dass es sich lohnt, das mitzunehmen? Ja, klar. Okay. Dann bauen wir... Ich dachte schon, was ist da denn jetzt? Ein Hirnpilz. So. Genau. So, jetzt kann ich hier... Ich brauche erstmal Strom. Wie immer. Und dann, was sollte ich bauen? Nee. Nee. Das Cap verlassen? Jetzt habe ich es wieder vergessen. Was sagt denn meine? Baue und aktiviere eine Rekrutierungssendestation. Okay. Die Rekrutierungssendestation. Das ist doch eine. So. Ich würde sagen, ich bin fertig. Preston, was sagst du dazu? Bist du zufrieden? Hey, was gibt's? Was jetzt? Ja, das war ein gutes Gespräch, Preston. Vielen Dank. Hey, was brauchst du? Ich habe Nachricht von einer weiteren Siedlung erhalten, die unsere Hilfe braucht. Warum rennst du mal weg, wenn du mit mir redest? Bleib doch jetzt einfach mal stehen. Alter. Hey. Ich bin ganz Ohr. Hey. Eine weitere Siedlung hat uns um Hilfe gebeten. Er ist cool. Er rennt echt immer weg. Alles klar. Kannst mich mal. Ist der jetzt? Jetzt ist er an. So. Dann, was nun? Das war eine einfache Mission. Den Weg frei machen. Also ihr seht, ich folge immer noch nicht der Hauptmission. Sondern ich kümmere mich so ein bisschen um die Minutemen. Aber wir könnten eigentlich mal hier jetzt doch mal wieder ein bisschen weitermachen. Richtung Hauptmission. Deswegen... Ab mal zu Piper und mal gucken, was so die Hauptmission wieder angeht. Ist ja auch mal wieder Zeit, uns mal dem Sean zu widmen. Auch der will ja endlich mal wieder zu seinem Papa. Von dem her wird's Zeit, da mal wieder zu agieren. Bürgermeister McDonough war immer gegen die Minutemen. Ich habe nie ganz verstanden, warum. Ja, ist doch egal. So, und eine Ladesequenz nach der Ladesequenz. Das soll ja auch nicht langweilig werden. Oh. Nikki Valentine kommt zur Abwechslung mal zu mir ins Büro. Was soll ich sagen, Piper? Du, ich und mächtig Ärger gehören wohl zusammen wie saurer Regen und eine rostige Regenrinne. Schließt das deine Begleitung hier mit ein? Ihr zwei wollt mich also bei eurem Fall mit an Bord holen. Worum geht's denn eigentlich?
Wir brauchen Hilfe, Piper. Dieser Kellogg hat meinen Sohn entführt. Aber das ist noch nicht alles. Er hat für das Institut gearbeitet. Er hat ihnen Sean überlassen. Das Institut? Ach du Scheiße. Ich bin jetzt seit über einem Jahr an diesen Typen dran. Die sind die Geißel des Commonwealth. Von allen gefürchtet und gehasst. Da ist was dran. Manchmal kidnappen sie Leute mitten in der Nacht. Und manchmal lassen sie alte Sins zurück, um uns an sie zu erinnern. Aber bis zum heutigen Tag ist eines völlig unklar. Wo das Institut liegt und wie man reinkommt. Genau, aber es gibt einen, der es wissen muss, oder nicht? Der Kerl, der ihn Sean übergeben hat. Kellogg. Typen wie der haben doch sicher Zugang. Die können rein und raus spazieren. Aber wir wissen beide, dass dieser Ansatz nicht funktioniert. Weil er tot ist. Einem Mörder und Kidnapper wird also von rachsüchtigen Eltern das Hirn rausgepustet. Wäre echt ein prima Ende, wenn wir nicht noch das größte Rätsel des Commonwealths lösen müssten. Und? Was jetzt? Das Hirn rausgepustet. Das Hirn. Vielleicht brauchen wir ihn ja auch gar nicht. Du sprichst in Rätseln, Nick. Stimmt was nicht mit deinem Subroutin? Hör zu, in Good Neighbor gibt es die Höhle der Erinnerungen. Dort kann man Erinnerungen nacherleben, so real wie an dem Tag, an dem sie entstanden sind. Wenn einer ein totes Hirn zum Singen bringen kann, dann Dr. Amari, die Meisterin der Erinnerungen. Ich hoffe, du hast recht, Nick. Mal sehen. Ich schätze, wir brauchen ein Stück von Kelloggs Gehirn. Genügend graue Zellen, die wir Amari geben können, um rauszukriegen, ob's funktioniert. Herrgott, Nick ist ja ekelhaft. Im Ernst? Ja, klingt gruselig. Aber uns bleibt keine Wahl. Wir haben keinen Anhaltspunkt. Nichts. Im Hirn dieses alten Söldners schlummert vielleicht alles, was wir brauchen. Also, ich glaube, ich hab da schon was. Das Ding hier hat der Kellogg an seinem Kopf. Kybernetik, hä? Könnte ein Sechser im Lotto sein. Ob wir diesen Hirntrip nun machen oder nicht, wir können nicht alle zusammen quer durchs Commonwealth spazieren. Also, wer begleitet dich? Ich muss sowieso zur Höhle der Erinnerungen, wenn ich dich Amari vorstellen soll. Wenn wir zusammenreisen sollen, sag einfach Bescheid. Lass uns Nick mit. Reisen, Nick. Gut, dann los. Preston schicke ich in die Burg. Keine Sorge. Wir holen den Jungen da raus. Bald haben wir es geschafft. Solange ihr unterwegs seid, stelle ich weitere Nachforschungen an. Ich bin hier, falls ihr mich braucht. Ach, übrigens, du schuldest mir irgendwann ein Interview. Ich will wissen, wie die ganze Geschichte angefangen hat. Alles klar. Hallo. Aha. Ich glaube, ich nehme das nicht. Das gibt am Schluss wieder Ärger. Ab nach Diamond City. Auch gute Leute machen verrückte Sachen, wenn sie Angst haben. Wo muss ich denn überhaupt hin? Da. Good Neighbor. Dahin reisen und dann zack nach unten weglaufen. Übrigens, es gibt natürlich so viele, die sagen, diese Schnellreise, das verhunzt das ganze Spiel so ein bisschen. Im Sinne von, ja, man erlebt nicht so viel. Das stimmt, gebe ich auch ehrlicherweise zu. Aber ich sehe es einfach aus dem Zeitnutzen-Faktor, dass man einfach in der Zeit, wo man sonst durch die Gegend läuft, hier einfach bisher, ja, den Progress doch so ein bisschen schneller erleben kann, ohne dass man jetzt zu viel skippt. Wenn du in einem Bett schläfst, wird deine Gesundheit vollständig wiederhergestellt und alle verkrüppelten Körperteile wieder geheilt. Und wir haben die Betten hier schon gesehen, also ob das in diesen Betten hier so gut funktioniert, naja. Da war ich doch schon mal. Also jetzt nicht hier speziell, sondern... Wo sind die? Oh, oh, oh. Ganz schön viel eklige Gegner wieder.
So. Nick Valentine. Der, auf den schieße ich nicht. Alter Schwede. Alter. Uiuiui, was ein Monster. Aber die macht gut Schaden. Da kommt schon was rum bei der. Das ist cool. Eine Mini-Atombombe! Ja. Okay. Also ich habe hier ein bisschen aufgeräumt. Die und ihre Minen, ey. Ich krieg da die Motten bei diesem Minenzeug. War ich hier schon? Nee. Der wurde nicht durch mich niedergestreckt. So, Nummer 1. Who's next? Who's next? Ich versteck mich nicht. Niemals. So. Ich hab noch. Ich kann noch. Hab doch hier vor so ein paar Mutanten keine Angst. Auch wenn mir so ein bisschen der Schauder runterläuft, aber sonst keine Angst. So, alles meins. Molotow, Kyromine, was sind's das? Nee. Das brauche ich nicht. Aber gut, da gab's doch mal Munition. Immer nice to have. Da draußen noch irgendwas. Was wär da sein? Ich bin's. Jetzt stehen noch unten die Jungs. Haben sich hier ein schönes Bettchen gebaut. Also die bauen schon sehr kurios, die Mutanten. Naja, aber bis ich die anderen jetzt finde, gehe ich wieder lieber darüber. Na, ich glaube, da geht's nicht lang. Oh, da geht's auch nicht lang. Okay, wir müssen so rum. Also ich finde diese Welten nach wie vor unglaublich stimmig. So, ich glaube, da bin ich richtig. Good neighbor. Hallo. Ah, diese Pins finde ich auch alle echt cool. Ich will gar nicht wissen, was Bethesda mit für Kohle macht mit dem Merchandising hier bei Fallout, weil einfach alles schon sehr, sehr cool wirkt. Na, sieh mal einer an, der Detektiv. Verfolgst du mal wieder einen Ehemann zu seiner Geliebten? Wieso? Hat dich jemand sitzen gelassen? Versuchst du es gerade mit, wie nennt man das noch? Ausweichenden Antworten? Und wer bist du, hä? Valentines neuer Handlanger? Wir arbeiten zusammen, ja. Wirklich? Da hast du aber Glück. Ich habe hier ein besonderes Versicherungsangebot für Partner des großen Detektivs. Lass mich in Ruhe. Sonst brauchst du gleich eine Versicherung. Wie war das? Dieses armselig hat irgendwie alles übertönt. Du gibst mir alles, was in deinen Taschen ist. Sonst wirst du Unfälle haben. Okay, ich mach dich so fertig. Blutige Unfälle.
Immer mit der Ruhe. Nick Valentine kommt für einen seiner seltenen Besuche in die Stadt und du nervst seine Begleitung mit dieser Erpressungsnummer? Freut mich, dich wiederzusehen, Nick. Hancock? Was kümmert dich das? Er ist keiner von uns. Kein Respekt vor dem Bürgermeister, Finn? Ich hab gesagt, du sollst sie in Ruhe lassen. Du bist schwach, Hancock. Wenn du weiter zulässt, dass Fremde hier machen können, schöne Nase, was sie wollen, wird es eines Tages einen neuen Bürgermeister geben. Komm schon. Wir reden hier über mich, Mann. Also pass auf. Naja, ich geh jetzt mal weiter. Wo muss ich denn überhaupt hin? Da muss ich hin. Die haben alle keine schönen Gesichter. Und ja, ich bin von der Stählernen Brüderschaft, das ist ja gut. Ich bin aber auch Minuteman General. Also von dem her, entspannt euch mal alle so ein bisschen. Sieh an, Mr. Valentine. Oh ja. Ich dachte, du hättest mich schon vergessen. Die Höhle habe ich verlassen, Irma. Aber dich würde ich nie verlassen. Amari ist unten, du alter Süßholzraspler. Wo ist unten? Das ist wohl das Klo. Okay, das ist auch nicht nach unten aussehend. Gott sei Dank geht Nick Valentine da mal ein bisschen mit guten Vorsätzen voraus. Ja, hallo. Warte mal. Wer bist du? Das ist wohl kein Höflichkeitsbesuch. Lass mal. Du hast den Vortritt, Nick. Wir müssen in Erinnerungen graben, aber das wird nicht einfach. Der Täter, Kellogg, ist schon mausetot. Seid ihr beide verrückt? Wenn wir mal außen vor lassen, dass ich eine Leiche schänden soll, ist dir klar, dass wir für die Simulatoren intakte, lebende Gehirne brauchen? Bitte hilf uns. Nick meinte, du wärst die Einzige, die das schaffen könnte. Dieses tote Gehirn besitzt Infos über das Institut. Das größte wissenschaftliche Geheimnis des Commonwealth. Du brauchst es, wir brauchen es. Ach, gut. Ich werde sehen, was ich tun kann. Versprechen kann ich aber nichts. Hast du es dabei? Hier, bitte. Das hier konnte ich finden. Was ist das? Das ist kein Gehirn. Das ist... Warte mal. Das ist der Hippocampus. Und was hängt da dran? Ein Neuralinterface? Diese Schaltkreise kommen mir bekannt vor. Überrascht mich nicht. Soweit ich weiß, ist Institutstechnologie immer ähnlich aufgebaut. Mach mal weiter. Mr. Valentine ist ein Synth der älteren Generation. Aber dank der ähnlichen Architektur könnte das Gehirnimplantat passen. Das ist allerdings unglaublich riskant. Wir schließen immerhin etwas an sein Gehirn an. Keine Sorge, Amari. Meine Garantie ist sowieso schon lange abgelaufen. Das weiß ich zu schätzen, Nick. Du kannst mir danken, wenn wir deinen Sohn gefunden haben. Fangen wir an. Wenn du bereit bist, Mr. Valentine, setz dich. Wenn ich plappere wie ein alter, zahnloser Söldner, zieh mich raus, okay? Es geht los. Jetzt bin ich gespannt. Du musst weiterreden, Mr. Valentine. Kleinste Änderungen deiner Kognitivfunktionen könnten gravierend sein. Fühlst du dich irgendwie anders? Ich sehe viele Blitze, Rauschen. Das gibt alles keinen Sinn, Doc. Das hatte ich befürchtet. Die mnemonischen Eindrücke sind kodiert. Ist wohl ein letzter Sicherheitsmechanismus des Instituts. Die Erinnerungen sind gesperrt. Ja, und nun? Sag mir, dass du eine Lösung hast. Mal nachdenken. Die Verschlüsselung ist zu stark für einen Geist. Aber was, wenn wir zwei benutzen? Wir setzen dich und Mr. Valentine auf die Memo-Sessel und schalten eure kognitiven Funktionen parallel. Er ist der Host und dein Bewusstsein durchforstet die Erinnerungen, die wir finden können. Okay, ja, dann legen wir los. Setz dich dorthin und drück die Daumen. Wir sind gedrückt. Sehen uns auf der anderen Seite. Oh Gott, ich hab jetzt schon... Die Welt ist ja jetzt schon so verquer hier bei Fallout. Wie soll denn das dann nochmal in so einem Gehirn werden? Oh, ich hab's ganz schlechte Gefühle.
Ja, ich warte. Bitte warten Sie. Das nächste Gehirn ist gleich für Sie reserviert. Wellenmigration zwischen Transplantat und Host ein. Nemonische Aktivität aus dem Transplantat. Beschädigt, aber vorhanden. Wir versetzen dich in die stärksten Erinnerungen, die wir finden können. Eventuell sind sie nicht stabil. Warte. Hörst du mich? Ja. Gut. Die Simulation scheint zu klappen, obwohl die Erinnerungen sehr bruchstückhaft sind. Ich führe dich durch die intakten Erinnerungen. Hoffentlich finden wir eine, die uns verrät, wo das Institut ist. Okay, jetzt glaube ich, muss ich mal agieren. Da, das ist die früheste intakte Erinnerung, die ich finden kann. Ich gehe da mal nach. Das ist, glaube ich, wenn ich... Ansonsten falle ich irgendwie gefühlt runter und das ist wahrscheinlich auch nicht so toll. Vergiss nicht, du erlebst diese Erinnerungen aus Kelloggs Perspektive. Das fühlt sich vielleicht erstmal etwas seltsam an. Kann ich gleich weitermarschieren, oder? Naja. Mama wusste, wie es war. Sie war sicher keine besonders sanfte Mutter, aber sie liebte mich. Auf ihre Weise. Und sie beschützte mich von meinem Vater, was ihr oft Schläge einbrachte. Ich habe nie erfahren, was aus ihr wurde, nachdem ich weg war. Ich wollte es nicht wissen. Nicht damals. Okay. Diese Erinnerung hilft uns wohl nicht weiter. Nee. Da scheint noch eine intakte Erinnerung in zeitlicher Nähe zu sein. Da! Ich renn doch schon. Versuch's mal mit der. Das Traurige am Glück ist, dass man es erst erkennt, wenn man es nicht mehr hat. Man denkt vielleicht, dass man glücklich ist. Aber es wirklich glauben? Nein. Stattdessen hat man nur Unwichtiges im Kopf. Den nächsten Job oder sonst irgendwas. Nur wer die Vergangenheit mit dem vergleicht, was danach kommt. Der weiß, wie sich Glück wirklich anfühlt. Ja, ganz schön schwülstig hier. Es wird alles gut gehen. Du wirst schon sehen. Es war das Schlimmste, das hier je passiert ist. Wenn sie mich nicht kennengelernt hätte, wäre sie im Hub geblieben. Vielleicht hätte sie jemanden getroffen, der sein Geld nicht damit verdient, andere umzubringen. Wahrscheinlich wäre sie glücklicher gewesen. Naja, wahrscheinlich. Und sie hätte bestimmt länger gelebt. Ja, das ist doch auch. Kann ich weiter? Aber wir kennen hier nie. Wie kommt jemand wie ich dazu, eine Tochter zu haben? Ich habe sie nicht verdient. Nicht eine Sekunde. Gut, ich probier's mal. Und suchen wir weiter. Ich verbinde dich mit der nächsten intakten Erinnerung. Total unspannend. Er hat halt verrüttete Familiengeschichte, ist doch immer das Gleiche. Also von dem her, tu mal gleich lang rum. Ich hab Angst, dass ich runterfall. Was hattest du denn gedacht, wie das hier endet, Kellogg? Hast du gedacht, du könntest uns fröhlich in den Arsch ficken und wir würden einfach stillhalten? Nur, dass du es weißt, sie sind krepiert wie Hunde und du hast sie allein gelassen. Okay, hat sie allein gelassen. Das ist eine andere Erinnerung, die wir versuchen können. Ich verbinde dich. Ich laufe ja doch schon. Außerdem geht die Sendezeit auch langsam rum. Wollen wir uns nicht setzen? Wie du willst. Für einen wie mich war immer was zu tun. Es kam nicht darauf an, worum es ging oder wen ich umnieten sollte. Ich wurde mit der Zeit richtig gut darin. Aha. Gibt's noch was? Ich achtete nicht darauf, wohin es mich verschlug. Meistens ging es ostwärts. Vielleicht wollte ich so weit weg von San Francisco wie möglich. Also, du kümmerst dich um die Probleme anderer, stimmt's? Ist mir auch zu doof. Gegen Bezahlung.
Oder warte mal, vielleicht passiert da noch was. Die gibt es. Und du erledigst das ganz alleine? Ganz recht. Wir bezahlen, wenn der Job erledigt ist, ja? Wenn euch das lieber ist. Wen wollt ihr denn tot sehen? Also, es geht um Folgendes. Da ist diese Familie, ein Stück den Fluss runter. Gut, wir kommen der Sache wohl näher. Dachte ich mir doch, dass es hier spannender wird. Okay, wir gehen in die Überlänge der Folge, aber wäre jetzt ganz schön fies, jetzt abzubrechen, deswegen machen wir da weiter. Mr. Kellogg, ich bin froh, dass Sie sich mit mir treffen. Sie arbeiten also für das Institut. Ich wollte mit eigenen Augen sehen, ob es sie wirklich gibt. Es gibt uns, wie Sie sehen können. Was willst du? Mir ist aufgefallen, dass Sie in letzter Zeit unsere Aktivitäten vermehrt gestört haben. Das muss aufhören. Ich tue, wofür mich die Leute bezahlen. Wenn sie ein Problem damit haben, gibt es nur eine Möglichkeit. Und die wäre, Mr. Kellogg? Wenn ich für Sie arbeite, sind Sie Ihr Problem los. Und so wie ich das sehe, könnten Sie mich problemlos bezahlen. Ich glaube, Sie haben Ihre Lage nicht ganz durchschaut. Ich denke schon. Also gut. B748. Okay. Also, hat sie schon was drauf, der Junge? Beeindruckend. Vielleicht können wir uns ja doch irgendwie einig werden. Wird schon wärmer. Ja, wird deutlich wärmer. Einige davon verrät uns garantiert was. Langsam geht uns das Hirn aus. Ah, die da sieht noch ziemlich intakt aus. Verbinde jetzt. Wenn das Hirn ausgeht, dann ist natürlich ganz schön extrem. Oh, aber jetzt hier schaut es doch schon gut aus. Die Wall-Computer funktionieren noch. Sehr gut. Ich prüfe die Logs. Es ist hoffentlich noch... Finde das Ding einfach. Kapsel C6. Den Gang lang. Am Ende. Naja. Das kommt mir doch wirklich sehr bekannt vor. Übrigens, ich weiß nicht, was los ist, aber irgendwie der eine Nachbar bohrt das Telefon läutet. Ich hoffe, ihr habt davon nicht zu viel jetzt in der Aufnahme gehört. Es tut mir sehr leid schon mal. Da ist er. Da bin ich. Das ist er. Da. Mach sie auf. Ist es vorbei? Sind wir okay? Fast. Alles wird gut. Komm her. Nein. Moment. Komm her, Baby. Nein. Ich nehme ihn. Lassen Sie den Jungen los. Ich sage Ihnen das nur einmal. Sie kriegen meinen Schaden nicht! Ja, nochmal die unschöne Szene. Verdammt! Hol den Jungen da raus und dann verschwinden wir. Immerhin haben wir noch den Ersatz. Kälteschlafsequenz eingeleitet. Den Ersatz? Was dauert da so lange? Ich bin fast fertig, Kellogg. Ich muss nur prüfen. Okay, alles in Ordnung. Ich, tut mir leid, dass du das nochmal durchmachen musstest. Hier ist noch eine intakte Erinnerung. Bist du soweit? Ja, ja. Komm schon. Kann ich da... Ja, scheinbar schon. So, was jetzt los? Aha. Ist das dein Sohn? Diese Erinnerung scheint noch ziemlich frisch zu sein. Ist doch gut, oder? Oh Mann, jetzt hat Piper es aber wirklich geschafft. Ja, und nu? Kommt noch was. Piper es wirklich geschafft. Ich meine, das ist nicht, dass sie recht hat, aber... Der Bürgermeister, wird ziemlich sauer sein. Ja. Kellogg. Ah. Schon gut. Irgendwann wird dir nochmal der Kopf weggepustet, wenn du immer so reinplatzt. Die Zivilisten sollten mich möglichst nicht sehen. Ich hab nichts gesagt. Also, wo liegt diesmal das Problem? Es gibt einen neuen Auftrag für dich.
Einer unserer Wissenschaftler hat das Institut verlassen. Verlassen? Er ist abgehauen. Sein Name ist Dr. Brian Verger. Oh ja, jetzt haben wir doch einen Anhaltspunkt. Irgendwo im leuchtenden Meer. Hier ist seine Akte. Wow, da werden wohl ein paar Köpfe rollen. Gefangen nehmen und zurückbringen oder einfach eliminieren? Eliminieren. Er arbeitete an einem streng geheimen Projekt. Im Ernst? Einer der Top-Biowissenschaftler? Scheiße. Dann nimmst du den Jungen wohl mit dir zurück. Korrekt. Du hast jetzt nur die Aufgabe, Virgil zu finden und auszuschalten. Bringen Sie mich nach Hause zu meinem Vater? Oh. Ja. Stell dich neben mich und beweg dich nicht. Okay. Heißt sogar auch Sean, also das wird er schon sein. X688, bereit für Transmission mit Sean. Wiedersehen, Mr. Kellogg. Hoffentlich sehen wir uns mal wieder. Nee. Was, die können beamen? Mach's gut. Ich will auch beamen. Teleportation. Jetzt ergibt alles einen Sinn. Es kennt niemand den Eingang zum Institut, weil es überhaupt keinen Eingang gibt. Ich hol dich da wieder raus. Gib Bescheid, wenn du soweit bist. Ja, komm. Erinnerung verlassen. So, ich breche jetzt also auch ab, weil jetzt haben wir das Wichtigste erlebt. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und ich denke, es ist klar, wie es weitergeht. Nächste Folge wird umso spannender. Also bis dahin, euer Alcaramba. Keine schnellen Bewegungen, ja? Keine Ahnung, welche Nebenwirkungen die Prozedur...